Hallo zusammen, es gibt einen neuen Köder von Savage Gear. Hier ist er, der Chick Spinner, der Fat Tail Spin. Wie der Name schon sagt, der hat ein großes Spinnerblatt am Ende und der sorgt für ordentlich Vibration unter Wasser. Den Wind kann man jetzt ganz gut sehen, wie leicht sich das dreht. Selbst der Wind sorgt schon dafür, dass hier ordentlich Rotation reinkommt. Ja, was gibt es zu dem Köder zu sagen? Das Besondere daran, da sind Rasseln eingebaut, zum einen bei der 24 Gramm Version. Das ist die größte, die ich jetzt hier habe. Insgesamt gibt es in drei Größen, in 9 Gramm, 16 Gramm und wie gesagt 24 Gramm. Dazu gibt es noch 5 Dekore, von natürlich über schockig. Hier ist da alles dabei bei den Dekoren. Dekore sieht man auch ganz schön in der Sonne. Die sind sehr gut gearbeitet, DHP-Druck. Der Klarlack sorgt dafür, dass die Dekore sehr gut geschützt sind und auch bei Bodenkontakt nicht so schnell was passiert. Was gibt es noch zu dem Köder zu sagen? Zum einen natürlich hat er sehr scharfe Drillinge. Selbst bei kleinster Berührung, sag ich mal, durch den Fisch bleibt er da hängen. Also das sind sehr, sehr, sehr scharf, die Haken, und fassen wirklich sehr, sehr gut. Zum anderen gibt es noch die Kopfform, die ist abgeflacht und die sorgt dann dafür letztendlich unter Wasser sehr, sehr starke Vibrationen zusätzlich erzeugt werden durch die Rassel, durch die Kopfform und wie gesagt durch das Spinnerblatt. Das Spinnerblatt ist zusätzlich noch mit einem UV-aktiven Punkt versehen. So, hier sieht man nochmal ganz gut das Spinnerblatt am Ende von dem Chick Spinner. Das hat noch einen weiteren sehr großen Vorteil. Dadurch, dass es sehr, sehr groß ist, sorgt es dafür, dass wenn der Köder gechickt wird, sprich sinkt nach unten, wie eine Art Fallschirm wirkt. Das heißt, er bremst den Chick Spinner quasi ab, wenn er zum Boden sinkt. Und dadurch ist er viel länger in der heißen Phase und kann er dann sehr gut von den Räubern attackiert werden und genommen werden. Das war der Fat Tail Spin, neuer Köder von Savage Gear. Und sehr, sehr attraktiv, wie gesagt, zu fischen. Im Sommer die kleineren Varianten, eher im oberen Wasserschichtbereich, sehr gut auf Barsch, Rapfen und ein bisschen tiefer gehen soll auch noch letztendlich auf Hecht und Zander. Kann man den kompletten Bereich abdecken, wenn man im Herbst, wie gesagt, tiefer fischen möchte. Der Name sagt schon Chick Spinner, kann ich dann auf dem Boden, praktisch im Bodenbereich chicken und dadurch auch dementsprechend tiefer stehende Räuber wie Zander oder auch vielleicht in dem Fall auch Hechte sehr gut damit verführen. Cooler Köder, sehr, sehr attraktiv, wie gesagt, für die Räuber, und viel Spaß damit und fangt was.